Und damit herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead Season 2. Ja, in der letzten Folge war es ziemlich brutal hergegangen. Selbst Clementine wurde zusammengeschlagen, weil dieser Bill Carver die Walkie-Talkies entdeckt hat und Luke noch dazu. Ja, die schauen alle etwas übel aus. What'd she say? She said she can get us out of the pen if we can get the PA system going. Second she hears it, she'll run over and spring us. That's great. It's not great. What are you talking about? Look, I know part of this is my fault. I know. I was hungry, I got reckless trying to steal some food, and I got caught. Why isn't it great? Because most of us are beat to shit or pregnant. And besides that, it's risky as hell. It is pretty damn risky, guys. Risky? Did you see what that son of a bitch just did? Look, the plan works. Nothing needs to change. It's all set up. The hard part is done. This guy's fucking crazy. Who knows what he'll do next? Yeah, but now we're dealing with a guy beat to shit, Sarita, in no shape to do anything, and I'm a goddamn mess. Look, we should rest up. Okay, we should bide our time, and we should wait for an opening. Bonnie's agreeing to help us tonight. And that doesn't mean she can't do it some other night. I don't know, guys. Luke's making sense. Maybe we should wait. We're not waiting. Ain't nothing out there, guys. Trust me, I looked. There's no food. There's no supplies. They picked everything clean. I'm just saying we gotta be sensible about this. Where's Kenny? Doc's over there working on him. And don't look good. Scheiße. Na, den hat's echt übel erwischt, den Kenny. Also der hat ihn fast totgeschlagen, glaube ich. Mann, und wir haben den doch erst gerade wieder getroffen. This is what I'm talking about. Can I see him? I don't think that's a good idea. His orbital is crushed. I don't think there's much hope for the eye. Oh, I got him as stable as I could, cleaned it, got some of the swelling down, bandaged it as best I could. But until he wakes up, we won't know if there's any damage to the brain. Oh, Mann. Der Typ ist echt so verrückt. Okay, look. Maybe I'm just playing devil's advocate here, but if... Damn it, if y'all are serious about going tonight, then we're gonna have to start talking about maybe leaving some folks behind. No! There is no other way. This is bullshit. Well, I don't like it either, but guess what? It's where we're at. Kenny and I are only here because of you people, and now you intend to leave us behind. So we should risk all of our lives? What are you saying? No, we're not leaving Kenny. Der hat uns versucht zu helfen, also... Life ain't fair, Clem. We're just trying to make the best of a bad situation here. No one wants to leave Kenny. Good. Cause... Kenny, wir haben... Ach, da ist er. Achso, deswegen. Oh, Mann. I'm all right, hon. We leave tonight. Wäre auch gemein, wenn der gleich wirklich hinüber wäre, wo wir ihn gerade erst getroffen haben. Not bad, old man. Thanks, asshole. You are one tough bastard. Do tough bastards get their ass kicked in front of everybody? You all right? That wasn't your fault, okay? It's all right. Das musste gerade leider sein. Well then what now? We get the hell out of here. Like now, now. Yes. Where are we going? In case things get squirrely and we gotta make a break for it, we need a place to meet up. We could meet out at Parker's Run. The hell is that? It's a Civil War site a few miles north. Tourist trap. Got signs all over. Just follow the road. We stopped there after we escaped the first time. Luke and Carlos know where it is. It's not that far. Well, at least if a few folks know where it's at, it'll be easier to find if we're split up. All right, that works. Carver auch weiß. Then we just need someone to go set off that PA, right? I mean, you never bother to explain who's supposed to do that. Was? Wie? Ich hab grad hier aufgepasst. Was? Was ist schon wieder mit Clementine? Wait, hold on. She's the plan? Let's go. Immer ich. Verdammt. Be sure to remember to flip the switch for the outdoor speakers. Just the indoor speakers might not draw the herd. It's right on the microphone box. Right. Okay. By default, it's set to play music, so you should just have to turn it on, right? Then climb back up and drop into the stock room. We'll meet you there. Was? Nochmal.
Down into the office. Outdoor speaker switch. Turn on PA. Up to the roof. Down into the stockroom to meet you guys. That right? Perfect. Ich habe Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Okay. Ich weiß ja immer nicht, inwieweit das alles Auswirkungen hat, was ich so mache. Also, ob das wirklich was verändert oder ob es einem nur so vorkommt. Das ist ja immer so eine Sache bei diesem Spiel. Aber jede Entscheidung bringt irgendwelche Fehler mit sich. Okay, das macht sie gerade noch selber. Wo muss ich jetzt wieder eingreifen? Okay. Wo? Was ist da? Plan? Only one bullet. Boah, ist doch nichts. Okay, jetzt habe ich eine Pistole. Na super. Gut. Dann external speakers. Okay, now the mic. Und stimmt das jetzt so? What? What's wrong? Bitte nicht. Okay, okay, okay. Ist da nichts drinnen? No, 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 no. Da ist nichts drinnen. Es gibt's nicht. Da ist eine. Da ist eine. Hoffentlich ist da das Richtige drinnen. Come on, come on. Was Krach macht. Please work. This 4th of July, make sure your backyard barbecue is complete with House full line of products to meet your grilling needs. Okay, da ist Bonnie. Da sind die anderen. Und ich? Ach so. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Himmel. Komm, schnell, schnell, schnell. Clementine, bitte, hoch mit dir. Hau ab. Du musst das jetzt schaffen, bitte. Und? Wirkt es? Oh, dammit, da wird geschossen. Nein, bitte, bitte, bitte. Da muss doch jetzt. Das ist bestimmt irgendwas schief gegangen. Ja, das war klar. Scheiße. Fucking fine. Wanna run off with this dog shit group of crippled fucks? Then fine. Be my guest. But I will put a bullet in you and that baby. Before I let you leave again with my child. It's not. Oh, verdammt, die kann auch nicht richtig zielen, Mensch. Aber es, it was a try. Hat das was gebracht? Bitte, bitte, bitte. This ain't none of your business. This is just a bit of a custody battle we got on our hands here. Shoot him. Just shoot him. What? No, I just... Sorry, aber Clementine ist selber tough geworden. Die hat die Schnauze voll, würde ich mal sagen. Die ist sowas von kein Kind mehr. Meiner Meinung nach. Es hört sich krass an, aber... Nee, jetzt geht's aber doch auf die Art zu weit. Go on and wait outside. Okay, Kenny ist so. Der rächt sich gerne mit solchen Sachen. Der ist... We have to go. Wir haben ihn ja schon kennengelernt, wie er sein kann. In der ersten Staffel. Go on. You don't need to see this. That girl's already seen more than you can imagine. Shut your mouth, Bill. Ja, das stimmt. You're all just gonna let him do this? Yes. There ain't one part of that son of a bitch I don't hate, but that does not make this right. We don't have time for this. I'm making time. Oh Mann, Kenny, das ist jetzt nicht nötig. Fucking ingrates. I don't even know how good you got it. Okay.
Und was jetzt? Gehst du oder gehst du nicht? Lambs to the slaughter. No shepherd to guide you. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on. Come on, Clem. Fucking big man now, huh? Oh, come on, Clementine. Don't be like that. Don't run away. You know you want to see the show. Nee, 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 komm. So heftig bist du auch nicht. I know you. I know who you are. Let's go. Yeah, go on. Let the sheep out of the pen. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. That's funny. Coming from you. How's that eye? Just follow my voice. It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. It'll put you out of your misery right then. Now look at you. You're a mess. Aha. Ja, also einerseits wäre es jetzt zu heftig gewesen, sie dort bleiben zu lassen. Andererseits, wie gesagt, das mit der Aufforderung von ihr, dass die schießen sollen oder dass er schießen soll. That's not the Kenny I know in there. I wish I thought I could save him. Tja, er war schon mal davor so. Fuck. Das ging jetzt doch schnell. I'm all right. Come on, we got enough to worry about. Man, we're never gonna make it through this. You kidding me? If Clem can handle it, you can. Shit. Und wie? I thought they were coming from the south. Ich hab keine Reaktion. Looks like we're in the eye of it now. Fuck. This is fucked. Yep. Here, you're gonna need something. Danke. Thanks. Yippee-yay. Mittendurch oder was? Hallo. Was war das jetzt gerade für eine langsame Reaktion? Wie war das? Wir hatten das doch schon mal mit dem Einreiben. Am Ende der ersten Staffel, glaube ich, war das. Du hast das schon mal mitgemacht. Zwar nicht selber gemacht, sondern machen lassen. I'll go first. You're gonna put that on yourself? Ja, anders geht's nicht, Süße. Was ist, wenn du deine offene Wunde hast und das hinschmierst? Turn around. Smells gross. Shit. Everybody shut the fuck up. Komm, mach schneller. Just stay still. Are you sure? Ja, ganz ruhig durchgehen. Keine hektischen Bewegungen. Genau. Das haben wir in der TV-Serie gelernt und in dieser Serie schon. In der ersten Staffel. Mit Lee zusammen. We ain't got all day here. Everybody ready? They're almost on us. What in the actual fuck is going on here? Oh, nein, 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 nein! Someone say something. So ein blöder Idiot. Hey! Don't you even fucking think about it, motherfucker. I will end you. You hear me? Yeah. Troy, we talked about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen, not whatever the fuck this shit is. I did. But now we can leave. Troy, you can come with us. What? Oh, God. Well, where would we go? Away from here. Together. Man, mm-mm. You smell really bad. Ihr lenkt ihn nur ab, we gotta get ne? A bath before we... Come on. Oh, die ist auch so tough. Don't make any noise, got it? They might hear something they don't like. And for fuck's sake, walk. Act like you belong, and you will belong. Ja, das auch schon häufiger gemacht wohl, ha? Huh? Okay. Oh, Schande, Sarah versaut das, glaube ich, noch so, wie die guckt. Die hat so Panik. We got this, y'all. Is that Tate? Oh, 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 whoa, 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 whoa. Die schießen alle von da oben. Schön langsam weitergehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich... Watch Sarah.
irgendwie lenken kann. Clementine, come help me. Ja, was denn? Was soll ich denn machen? Just say something. You're a friend. Clementine. Oh, Scheiße. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Es ist jetzt nicht wahr, oder? Oh, nein. Das ist jetzt nicht wahr. Die geht in die falsche Richtung. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße. Okay. Einmal gestorben. Wow. Aber besser als nochmal. Oh Gott, wo muss ich jetzt nochmal einsteigen? Ich habe nicht ganz lenken können. Hat er sich jetzt aufgehängt? Bitte nicht. Come on. Okay. Dann schauen wir mal, wo wir wieder anfangen können. Sarah, did you... Scheiße. Okay, einmal da noch. Und schnell nach darüber. Knallt sie hin. Und wie war das? Ich habe da nämlich irgendwie nicht gesehen. Ja, genau. Ich habe nicht richtig gezielt. Oh. Und da mal richtig reagiert. Nein! Und oh, nicht Sarah. Scheiß. Nee, das ist nicht Sarah. Das ist die andere. Die Sarita. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh bitte. Ich kann jetzt gerade überhaupt nichts machen. Scheiße. Oh, sorry Leute, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber sie ist so oder so tot. Boah. Ich weiß, Clementine ist abgeherzt, aber das war jetzt vielleicht doch ein bisschen heftig. Ein bisschen viel. Scheiße. Sorry Leute, das war vielleicht nicht ganz so. Und damit ist wohl die Episode beendet in Harm's Way. Und wir sehen hier die Zusammenfassung von der nächsten Episode. She's gonna get someone killed. If I had said I had the radio, Carver might not have been as vicious to... Don't ever think that, darling. No telling what that asswipe would have done to you. So how's it look? Am I still gonna be pretty when this heals? You need to get past that walker without drawing all the others. What are you gonna do? Not now. Not now, damn it. Damn it, where the fuck is Luke? They're all gonna die, Clementine. Don't let them pull you down with them. Wow, heftig, heftig. Okay, meine Entscheidungen. Helped Sarah... Course, also ihr bei diesem Pflanzenzeug da geholfen. Ja, es haben die meisten. Bonnie über Luke erzählt. Oh, das haben die meisten haben dann doch von ihm erzählt, weil ich habe es verheimlicht. Zugegeben, dass ich das Walkie-Talkie genommen habe, haben die meisten nicht. Die haben das versucht zu verbergen und oh, und die meisten haben zugeschaut, wie Kenny Carver getötet hat. Die sind alle so fies. Okay, und ich bin mit Sarita gegangen. Und wie viele haben Saritas Arm abgehackt? Und da bin ich jetzt doch beruhigt, dass das so viele gemacht haben. Nicht nur ich. Naja, dann. Okay. Das war's dann für diese Episode. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es nämlich nur noch heftig, wie das jetzt war. Und also es ging jetzt das am Schluss noch richtig zur Sache. Und ich bin echt leicht schockiert, was da so alles noch passiert ist.
Und es kann eigentlich nur noch schlimmer werden, habe ich so das Gefühl. Es war jetzt die dritte Episode und ich glaube, zwei Episoden stehen uns noch bevor. Ich bedanke mich fürs Zugucken und ich würde mal sagen, jetzt hören wir uns noch ein bisschen Musik an und ich verabschiede mich aus dieser Episode. Und sobald die nächste Episode angekommen ist, wird sie weitergespielt von mir und ich sage Tschüss, bis dahin. Faith to move mountains like a shadow falling away. Memories of darkness obstruct your view in the light. Foothold eludes you as the long flood. So remember me, write my name on the stone. But don't let me hold you back from it all. Rain washes the sea.